So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Daumen dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an 4 Color Tempo, also das Deck, was ich praktisch beim Eternal Weekend gespielt habe, gegen Schwarz-Grün Scam. Interessante Farbkombi. Ja, ist halt vom Ding her, Scam ist ja pur Black. Jo. Und man kann es halt auch einfach adden in andere Farben, also Schwarz-Grün. Ich glaube, aktuell wird's die aktuellere Liste ist schon wieder mit Rot mit dabei, für den Raptor und so weiter. Ach, stimmt, ja. Yes. Und hier haben wir halt einen... Wir haben auch einen Mulligan auf 5 von dem 4-Color-Tempo. Ist immer wieder schlecht. Auf der anderen Seite war es kein Scam-Start. Was schon mal Positives. Aber 4-Color-Tempo ist auch interessant. Jetzt schon mal mit DRC. Ja. Und mal sehen, was da kommt. Wahrscheinlich der Brainstorm. Ja, Brainstorm macht dann halt 4 Karten, ne? Ja, man muss halt irgendwie schauen, dass es weitergeht. Weil man hat einfach das Problem, die Hand ist halt unendlich mies. Oder sogar besser. Seal of Removal. Gute Karte. Gute Karte. Trigger. Und yes. Dann, ja, macht in dem Sinne sogar noch mehr, weil du dann relativ schnell wesentlich diverser bist in den in den Kartentypen. Yes, absolut. Hier wird der Bowmaster weggeknallt, einfach weil man auch kein Schwarz hat und man das auch nicht so schnell erreichen kann. Was ist das denn? Ach, das ist ein Schock? Ja, das ist ein Schockland. Mm. Wird hier, glaube ich, gespielt, weil man mit 3 Duels in einem Schockland spielt, zur Versität. Mm. Und ja, ist ein Overgrown Tomb. Aber in Expedition, ne? Hüm. Oh, Hüm, das tut widerlich. Hüm tut jetzt richtig weh. Da hätte man gerne den Brainstorm, glaube ich, einfach offen gehalten, statt das Ziel auf dem Hüm zu spielen. Hüm ist jetzt richtig gut. Vor allem ist es halt Instant, es ist Creatures, Ding, es ist noch nicht on. Nee, und du kriegst es nur on, mit dem, wenn das Ziel geht und es liegt keine andere Kreatur. Also. Das sind dann Broke Decay. Ah, die ganzen alten Klassiker hier wieder. Wunderschön, wie immer, wenn man auf der Kamera ist. Ja, die ganzen schönen. Ja. Da ist noch ein Wasteland. Wasteland natürlich auch richtig strong. Ja, Double Wasteland sogar. Da passiert ja gar nicht viel. Oh Junge, das wird schlimm. Oh, da war ein Bowmaster. Das Deck spielt auch Bowmaster. Ja, ja. Da kommt Abrupt Decay für die ersten Seal of Removal Bounce. Ja, dann kriegt er 3 Schaden. Ja, macht Seal of Removal nicht. Ich nur Gegner-Kreaturen? Ich meine Any Creature. Okay. Man, natürlich ist, ja, stimmt, ist Any Creature, aber ich habe damit schon den Druid hochgebounced. Ja, stimmt. Damit kannst du den Druid wieder. Also yeah, Beat für 3. Ja, Beat für 3. Dismember. Dismember. Ich hatte jetzt. Instant kommt keine Hüm. Naja, das ist halt jetzt. Ding, jetzt muss nur noch Bugs Game irgendwas finden, was man raushauen kann. Ich sehe noch ein Thoughtseize. Es braucht halt langsame Creatures. Hat halt sehr viel den... Oh, da ist eine... Sehr cool. Oh, Oppo. Wow, ja, den musst du forcen. Da ist noch eine Shelly auf der Hand. Das ist natürlich... Jetzt Land Shelly wäre natürlich... das ist ein Land. Land Shelly ist richtig heftig. Ja, die kriegt... Tempo, also ich wüsste jetzt nicht in der Farbe, wie ich es jetzt gesehen habe, wie die wegkriegen. Double Bowl. Ja, und das ist ein long way to go. Ja, da ist Biggest Game. Einmal alles weggenommen und dann eine Threat gehittet. Mega stark. Alter, der Double Wasteland war halt auch einfach so stark. Ja, ist gut gegen sowas wie 4-Color Tempo. Dementsprechend das auf jeden Fall. Der Oppo war auch gut. Uiuiui. Hat der auch den Witherbloom drin mit der Combo? Ja. Weil der wäre. Nee, ist kein Witherbloom. Ding drin. Das ist wie gesagt ein pure Scam, okay. Was halt 4 Removal drin hat. Also Witherbloom Command ist auf jeden Fall drin, soweit ich weiß. Ich war jetzt bei dem Apprentice. Deswegen. Nee, ist kein Combo, ist kein, okay. kein Chain Combo oder sowas. Kein Kettenbruch. Genau, es ist einfach nur ein Bug Scam mit Range. Mit einer Menge Removal, eine Menge Discard und dann schauen, wie es weiterläuft. Sideboarding hier ist, glaube ich, relativ schwierig. Man kann Person Force shapen. Du kannst. Man kann Bowmaster shapen. Ja. Das Problem ist, man will Bowmaster nicht shapen, weil halt beim Gegner auch Bowmaster drin sind.
Ja. Und Bowmaster ist leider die beste Karte gegen Bowmaster. Da würde ich fast schon eher Force of Negations, Force of Wills cutten tatsächlich. Oder Daces. Beziehungsweise man hat die verloren, dann die Force of Wills wahrscheinlich. Ja, können wir mal gucken. Ja. Scam kann natürlich sowas wie Veil of Summer reintun. Veil of Summer, Carpet of Flowers. Oh ja. Joke. Alles sehr, sehr gute Karten gegen das Deck. Ja, dann kann er eigentlich sein Deck nur noch besser machen. Ja, also wenn er sie im Sideboard hat. Das ist halt hier ja, nur noch die Frage. Removal dürfte ja genug drin sein. Ja. Man könnte halt noch gegen Merc Titan den Removal anders shapen. Aber ansonsten. Ja, ich glaube, sonst hat man hier nicht viel andere Möglichkeiten. Ja, man muss nicht unbedingt blau spielen, um anderen Deck auf die Fresse zu hauen. Ne? Ja, das ist das Schöne an Legacy. Legacy hat auch ganz viele nicht blaue Decks, die man spielen kann. Ja. So First Turn Chalice Go ist halt auch so ein Deck. Aber das macht das Big Scam, glaube ich. Nee. Aber Scam ist halt ein weiterer Weg, wie Schwarz-Splash-Decks tatsächlich einfach durchrennen können. Und gerade BG oder Jund oder sowas oder auch Reaktors einfach was damit laufen lassen können. Und das trotz, dass sie eben kein Blau spielen. Ja. Was sehr gut und sehr wichtig ist. Gut, gucken wir mal, was wir haben. Ich glaube, wir schauen Wasteland, Bowmaster, Troll. Schon mal zu. Auf der anderen Seite sehe ich einen Force, einen Ponder, einen Days. Ich glaube, auch ein Wasteland. Bowmaster. Fetchland, ja. Ich glaube, das kann man halt. Ich wollte gerade sagen, Scam wahrscheinlich nicht. Der hatte nämlich, glaube ich, nur ein Wasteland und ein Troll. Ja gut, aber Wasteland, Troll, Cycling kann halt schon dazu führen, dass du weitermachen kannst, oder? Ja, aber ist die Frage, ob du mit einem Mana in dem Deck viel erreichst? Ich glaube nämlich nicht. Ja, du willst mehr haben, gerade weil du halt ja auch noch andere Schwarzsachen hast. Aber genau das. Ist, glaube ich, gerade wenn du Scam spielst, willst du halt einfach eine bessere Möglichkeit haben, was zu machen. Oder Evoke, wie Wizards möchte, dass wir es nennen. Ja. Wir nennen es trotzdem so. Ja, es wird weiter Scam machen. Auch sehr cool. Da ist ein Tower auf, nicht auf dem Magistrate, sondern ein Phyrexian Tower drin. Ja, du kannst den auf den Trigger opfern. Genau, also für die Leute, die es nicht wissen, der Evoke-Trigger ist, also dass die Kreatur geopfert wird von sowas wie einem Grief oder einem Fury. Das ist ein Trigger, der auf den Stack geht, auf den man reagieren kann. Wie zum Beispiel mit einem Flicker-Effekt oder das, was man im Modern früher gemacht hat, mit so einem Wiederbelebungszauber sozusagen. Und in diesem Fall könnte man ihn halt mit dem Tower, Phyrexian Tower, opfern für 2 schwarze Mana. Jo, Kreatur geht ja eh in Frido. Ziemlich genial, das ist. Also es ist einfach genial. Also die du Idee kannst davon Grief spielen und dann eine Hymne hinterher schmeißen. Jo. Oh mein Gott, ich werde gerade feucht. Ja, Turn 1, grandioser Start, kann man hier machen, wenn man es mal erreicht. Ja, das stimmt. Das muss man erreichen. Das Deck darum zu schäfen, finde ich schwachsinnig, aber die Deck-Tech drin zu haben, ist sehr gut. Ja. Zumal du auch überlegen musst, der Bowmaster bringt 2 Kreaturen, das heißt, da kannst du auch eine Kreatur mal locker wegopfern. Da wird wahrscheinlich auch sowas wie ein Grist oder so drin sein. Also irgendwas, ja, was Token generiert. Bitter Blossom wahrscheinlich jetzt nicht. Aber es gibt genug, was man auch mal wegopfern kann. Ja. Deswegen sehr, sehr, sehr sweet. Sehr, sehr schön. Gut. Da Ponder wurde geschaffelt. Und dann sehen wir mal, was Biggie Scam macht. Ja, plus du hast mit dem Tower einen Schutz vor Exile Removal. Genau. Weil du ja Reanimate spielst. Ja, da wird überlegt. Fetchland. Geht man hier Fetch? Hat man das? Ob man Fortsies? Könnte man haben, ist halt die Frage. Wofür wurde Karkas reingenommen? She-Hold-Red. Ja, aber das hat man ja im Sideboard, oder nicht? Oder hat man es im Mainboard? Als Four-Color? Sideboard. Nee, Biggie Scam. Oder? Ach, Biggie Scam. Der Karakas. Dark Red. Hym könnte jetzt einen forcen, damit man genau weiß, welche Karten man abwirft. Oder man lässt es halt durch. Hym ist halt immer schwierig. Eigentlich force ich es lieber, um zu wissen, was weggeht. Ja, dann wird noch ein Troll gecycelt.
auf dem Bayou und dann ist gut. Man ist ja auf 18 Leben, explizit ein Leben nach. Wichtig. Erneutes Pondering. Man hätte ja auch überlegen können, ob man Dark Raid into Bowmaster macht. Turn 1, aber ich glaube, das ist nicht so effektiv. Nee, glaube ich auch nicht. Und so hat man jetzt die Hymn schon geschmissen und hat es Force gezogen. Ja. Da wird nochmal geschaffelt. Das sind immer die fiesen Ponder, die einfach nur schaffelt. Schönsten sind die, wo du entweder alle oder zwei Karten haben willst und ein Fetchland hast. Was dir da Schrott weggeht. Schlimmste sind, wenn du so zwei nutzlose Karten hast, kein Fetchland und eine Karte, die du aber unbedingt haben möchtest. Ja. So richtigen Arschloch-Moves. Das ist immer wieder lästig. So, jetzt ist die Frage, hat er ein Reanimate für den Troll? Weil ich glaube, Tempo kriegt den Troll nicht unter Kontrolle. Force, Bounce, Bolden. Ja, ja, aber ja, okay, da ist ein Brazen. Okay. Es gibt ist Optionen. Ist auch immer noch ein Thoughtseize. Aber das sind auch zwei? Drei Länder? Vier Länder? Drei Länder. Boah, da würde ich schon fast. Je nachdem, was man machen will, was die letzte Handkarte ist. Man hat drei Länder und noch eine Handkarte. Ist das ein Doughty? Ich glaube, es war ein Doughty. Nee, ist eine Old-Border-Karte. Dann nimmt den Brazen. Das ist ein Choke. Gut. Ein freaking Choke. Das ist natürlich gut. Aha! Genau gemeint geredet, dass Manuel noch die alten Tags mit drin hat, die Choke und weiter. Genau, dann Land, dann Go. Hoffen, dass hier keine blaue Karte gefunden wird. Ja, dann kann man das Wasteland droppen. Ja. Dann hatte man das, den Köder hat man liegen. Ich wollte gerade sagen, die Frage, ob man das überhaupt macht, nutzt. Ist da noch ein Vale gefunden worden? Schockland. Schockland, okay. Ich glaube, hier geht man einfach, man muss für das Choke einfach gehen. Man muss das Choke einfach smashen. Ja, ich würde jetzt auch einfach für das Choke gehen. Probieren. Give it a try. Ja, gucken, ob man blaue Karte gefunden hat oder nicht. Oh, es war ein Brazen. Das war ein Brazen, ne? Ich glaube, das war ein Brazen. Boah. Du kannst den Choke eigentlich nicht durchkommen lassen. Nee. Normalerweise, also wenn der Choke durchkommt, kann es hier, ist hier meistens Ende, glaube ich. Safe, ja. Nee, es ist ein Druid. Okay, das ist schlecht. Das kann richtig beat werden. Das tut weh. Days? Mein Gott. Fuck my life, hat der einen Luck. Wow, das Weil war, die blaue Karte im Exile nützt ihm nichts. Er muss ein Force im Exile haben. Ja, er muss ein Force im Exile haben und die blaue Karte auf der Hand, was das zweite Force ist. Wow. Jetzt hat er aber 13, ist aber auf 13 Leben. Ja. Auf 17 Leben. So. Ja. Hat drei mit Land, mit Wasteland, die Grünquelle, spielt man den Druid. Und sagt Go. Ja, Druid, eine gute Karte. Kostet Locked Way. Das zieht Karten, möchte ich. Ja, aber kostet dreimal noch zum Aktivieren. Zwei Schwarze. Du ziehst zwei Schwarze und ein beliebiges, ja. Du ziehst eine Karte und dann kriegst du Schaden in Höhe deiner Handkarten. Das ist mächtig. Das tut weh und der ist fett. Du hast eine 7-7er. Ja, ne? Ist halt nicht der dickste Merkteil, aber kann was. Und da ist ein Trigger. Ja. Der kommt, ach, der Dude, der wird halt so groß. Und ja, ist auch echt eine ganz nette Karte. Da kommt ein Oppo Agent, der Oppo Agent blockt wahrscheinlich. Oder wenn man darauf dann. Wow, jetzt kann Tempozart zeigen, was alles ist. Das ist bitter. Das tut jetzt richtig weh. Uiuiui. Landdrop hatte man schon. Nee, hatte man nicht. Nee. Der Druid wurde ja letzte Runde gespielt. Ja. Bitte, ich glaube. Doch, den hatte man. Der Druid hatte ja das Tropical gefunden. Ja, man hat den Druid letzte Runde gespielt. Da ist ja schon ein Turn-Cycle rumführen. Ach, stimmt, ja. Ja. Ist das ein Schockland? Er hat halt gerade nur Mana auf der Hand. Mm.
weil man die wirklich schocken will und zwei Karten. Nee. Du musst eine das, Karte. Du musst das getappt ins Spiel bringen. Es hat vier Leben für eine Karte. Ist halt echt bitter, aber man braucht es, glaube ich. Hm. Oh, shit. Na, so ein Snuffout? Oh, da ist noch ein Grief. Oh, man kann auch einfach den Grief toppen, oder? Ja. Hm. Auf den ETB dann bolten. Jupp. Dann wird der Druid größer. Hm. Und dann haut das ganze Board für 11 Damage. Boah. Uff. Wenn da jetzt nicht noch was kommt. Ja. Einmal für 11 Damage, Kladderadatsch. Eieieiei. Ja, und ich weiß gar nicht, wie man das noch aufhalten möchte. Ich glaube, das sieht nach 1-1 aus hier. Ja. Das glaube ich echt gut. Ja, da wird auch gescoopt. 1-1. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle meine Patrons und YouTube-Member-Leute. Vielen, vielen Dank für den monatlichen Support, den ihr mir gebt. Das ist sehr, sehr, sehr großzügig, sehr, sehr nett. Vielen, 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 vielen Dank. Dank euch kann ich sowas machen und dank euch bezahlt sich das auch so langsam. Deswegen vielen Dank dafür. Es ist sehr, sehr cool und großzügig. So, wenn wir zum Match zurückgehen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass hier Tempo, dadurch, dass es, wenn es anfangen kann oder auch nicht, nicht so favored ist, wie man es vielleicht jetzt gerade in der Runde gedacht hat. Ich glaube auch nicht. Ich glaube einfach, der hat gerade eben Unmengen Länder gezogen. Hat man ja gesehen. Und normalerweise hat der halt Removal ohne Ende im Scam. Ja. Also in der Version vom Scam. Ja, genau. In dem schwarz-grünen Scam ist es halt echt übel. Da kommt... Oh, das ist der schöne Start. Ist da ein Remade? Ist da ein Fortsies? Da ist ein Remade. Ist da ein Remade? Da ist auf jeden Fall ein Fortsies. Und ich glaube, das ist das Reanimate von Warhammer. Und das, nee, das ist doch, ist das ein Baumaster nicht? Das ist ein Baumaster. Das ist ein Baumaster. Ja, jetzt kann man aber theoretisch Fortseason auf das... Boah, ich würde hier schon überlegen, ob ich dir einfach die Kreaturen rausnehme. Soll er doch machen, was immer er möchte. Wenn du anfängst, die Kreaturen rauszunehmen, macht er halt eigentlich... Hätte ich halt auch überlegt, weil, aber du hast halt die Baumaster drauf... Weißt du, wenn du jetzt fortziehst und den einen Diasi nimmst, kannst du dem auf jeden Fall den anderen Bowmastern. Nee, kannst du nicht. Warum nicht? Weil er jetzt Fetch macht, dann eine Creature am Friedhof fliegt und er dann noch die Dinge hinterherlegt. Die Bubble. Ja, der hat die Bubble noch. Das ist, also ich hätte hier einfach den Ding genommen, den Diasi genommen und hätte jetzt einfach den zweiten Diasi genommen. Weil Forkaller Tempo gewinnt nur mit 1, 2, 3 Kreaturen am Feld. Und du kannst hier den Discard einfach als Removal nehmen. Und was wollte er jetzt machen? Den Thoughtseize Force of Will? Dann hättest du eine Gratiskarte dabei bekommen. Ja. Ich glaube, ich hätte hier einfach den DSC genommen, ehrlich gesagt. Weil jetzt ist der DSC an. Ja. Schwierig. So. Dann wird einmal gegoogelt. Da wird überlegt. Ne, Land gelegt. Fetchland weg. Spannend, obwohl. Das heißt, man hatte die letzte Karte auf der Hand, war tatsächlich ein Land. Das ist ein Darkfield. Das ist nicht so gut. Jupp, da kommt. Man kann hier Wasteland. Ich würde hier auch einfach Wasteland. Ja. Wasteland ist safe. Und dann Darkrid den den dicken, wenn man braucht. Wasteland, du hast das Darkrid, du kriegst den Dings raus. Also legst das Wasteland, spielst das Darkrid, dann spielst du auf jeden Fall genau, Days. Genau, spielst du am Days herum. Deswegen Wasteland legen, Darkrid spielen, hat man, ohne das Wasteland zu feuern. Das heißt, man hat das Mana fürs Days. Dann den... Du kannst auch das Wasteland feuern. Was soll er machen mit dem Days? Stimmt. Hat er dann keine Insel mehr. Wichtig ist, dass man hier eben keinen Gotcha-Moment forst, glaube ich. Ja. Dass man ihn einfach reinlegt, sagt, schießt dir einen Damage ins Gesicht. Und Wasteland dich danach. Der hat auf jeden Fall noch einen Drop. Ja, der ist an. Dings auf der Hand. Work. Work, ja. Puh.
und dann Wasteland und dann Go. Das ist halt die Frage, jetzt muss Scam halt langsam was finden, weil er hat auch nur noch eine Handkarte, ne? Mhm. Fetchland. Das ist aber auch eine UC auf der Hand. Ist auf der Hand, okay. Das ist mittlerweile schon recht viel Zeug, was dabei vor Color rumfliegt auf der Hand. Ja, ich würde einfach für drei hauen gehen. Was will er machen? Und wahrscheinlich würde ich einfach das Ziel spielen, Emma. Schauen, was man hat. Und je nachdem, wo man es nicht spielen kann, weglegen. Brazenback, ja. Der wäre wichtig gewesen, wenn der Gegner den Troll hätte reanimiert. Da war, glaube ich, ein Oppo Agent. Ja. Der macht jetzt gerade auch nicht so viel. Ne, fehlt ein Land, fehlt das Dark Red. Ja. Ah, bitte. Wasteland, das ist richtig eklig. Okay, feuert man das? Ja, man feuert das. Okay. Wasteland, aktuell ist man eine Race vorne. Ja, das stimmt. Und ansonsten fliegt da weiterhin Zeug rum. Man kann halt nicht brainstormen, man kann nicht pondern. Man kann jetzt bouncen, um dann zu pondern oder so. Oder zu brainstormen. Naja, pondern. Man hat ja schon Land gespielt. Brainstormen. Ja. Okay. Surveil. Land kommt weg. Natürlich jetzt schwierig. Das zweite Uzi wegzulegen ist teilweise echt, echt madig. Mhm. Weil man hat ja nur zwei Schwarzquellen, zwei Grünquellen drin. Boah. Das heißt, wenn das gewastet wird, sind alle Bowmaster im Deck tot. Der hat noch nicht mal irgendwie die Crossover drin. Nein. Also jetzt. Nein. Bayou oder so? Nein. Gar nichts. Give it net. Boah, ist das greedy as hell. Ey, du kannst doch nicht ein Deck, was ich gebaut habe, greenen. Ich bin gerade überlegen, ob ich das mit ohne Grün baue. Ja, kann man auch machen. Aber der Druid ist halt echt stark. Eine dumme Idee. Ja klar, der Druid ist halt echt stark. Ne? Oh Gott. Jetzt ist das halt wirklich situationsmäßig. Freudig. Baumaster kann man dazen. Kann sogar Hardcast dazen eigentlich. Ja, kannst du Hardcast dazen. Dann musst du keinen Land auf der Hand. Ja, man wird halt hier langsam runtergemacht. Hier wird gerade hart gedelbert halt. So wie sich das gehört. Das ist halt Tempo Player at its best. Mhm. Wir nehmen eine Kreatur und reiten diese zum Sieg. Holen wir raus, so viel wir können. Boah, der ist auch nur noch bei 6 Leben. Der hat auch gut an sich selber gearbeitet. Eieiei. Mm. Ei, ei. Und zu Weltregal. Mm. Das zeigt halt, wie so ein Tempo-Player halt weitermachen kann. Man ist halt in einem Race. Das heißt, wenn der Gegner jetzt halt irgendwas ab. Es muss halt nur in die Play kommen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, da ist halt noch ein Murky jetzt auf der Hand. Boah. Und einen Brazen. Schwierig. Bubble für 3. Bubble, Trigger. Du brauchst halt gar nicht den Murk halt zu droppen. Nee, man sucht jetzt einfach nur einen Bolt. Guck bei dir. Ja. Gucken, was das ist. Wasteland. Das ist natürlich gar nichts. Da könnte man schon überlegen, ob man was macht. Ja, aber du bist tot. End of story. Nichts korrekt. Davon fliegt. Vollkommen korrekt. Du ziehst das Wasteland und weißt, die Runde ist vorbei. Ja, korrekt. Krass. Boah. Krass. Ja, 2-1 für 4-Color Tempo gegen BG-Scam. Sehr cooles Matchup. Sehr cool. Yep. Beide Decks sehr, sehr cool und auch sehr, sehr schön gezeigt, was sie können. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.